Hallo. In vielen Gemeinden gibt es jetzt auch am Mittwochabend wieder Gottesdienste. Also ist die Zeit von Dein Wort zum Mittwoch abgelaufen? Nein. Denn es hat sich gezeigt, dass das ein ganz wunderbares Gemeinschaftsprojekt geworden ist. In den letzten 11 Wochen haben mich Gedanken aus 8 verschiedenen Bundesländern erreicht. Die unterschiedlichsten jungen Menschen, die sich mit Gedanken aus der Bibel beschäftigt haben. Also für mich ist das eine ziemlich gute Nachricht. So eine Art Hauptgewinn. Oder, um es mal mit einem Begriff aus der Bibel zu sagen, Halleluja. Deshalb soll es unbedingt weitergehen. Ich danke euch allen fürs Mitmachen und freue mich auf die nächsten 11 Wochen mit euch. Und jetzt wünsche ich allen inspirierende Momente mit Dein Wort zum Mittwoch. Die Geschichte von Ruth ist ein Beweis dafür, dass Gott uns immer hilft, wenn wir uns ihm zuwenden. Ruth ist als Witwe in einer schwierigen Lage. Sie könnte in ihrem Heimatland bleiben und einfach einen neuen Mann heiraten. Doch sie entscheidet sich dagegen und geht mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem und bekennt sich zu Gott und wird später die Urgroßmutter Davids. Wir alle kennen diese Situationen, in denen wir uns hilflos fühlen und verzweifelt sind. Wenn wir uns in solchen Momenten an Gott wenden, ist er bei uns und hilft uns. Dafür müssen wir aber treu bleiben. Wenn wir wie Naomi und Ruth Gott gegenüber auch in schlechten Zeiten treu bleiben und ihm vertrauen, können wir uns sicher sein, dass er immer für uns da ist und uns hilft. Kennt ihr das? Manchmal will man einfach nur in Selbstmitleid versinken. Manchmal will man einfach nur jammern. Ich habe so viel zu tun, ich fühle mich krank, ich bin einfach schlecht drauf. Und es ist auch okay. Ich will euch jetzt nicht sagen, ihr dürft kein Mitleid mehr mit euch haben und müsst euch erbarmungslos weiterfordern. Denn natürlich sind das alles, was ihr verspürt, auch Signale eures Körpers, die sich allerdings zum Normalzustand entwickeln können und sich verstärken, wenn wir gar nichts dagegen machen. Wichtig ist, dass wir einfach das Bewusstsein entwickeln, dass wir nicht allein damit sind. Ich finde, manchmal hilft es einfach schon. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, geht es mir meistens schon viel besser, wenn ich meiner besten Freundin eine Sprachnachricht schicke. Sie muss noch nicht mal darauf antworten, aber ich habe das Ganze ausgesprochen. Gott will in diesem Wort sagen, dass auch wenn du ihn manchmal wegschubst, er ist trotzdem immer für dich da. Du kannst ihm vertrauen und er kümmert sich um dich. Das finde ich sehr schön. Das Textwort gehört zu den Klassikern unter den Bibelversen, dass sich Hochzeitspaare als Trauspruch aussuchen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dies sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Hier sieht die Beziehung zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter mal anders aus, als man es so größtenteils vom Erzählen her kennt. Ruth folgte Naomi, einer Frau, die mittellos war in ein fremdes Land. Wer würde heute noch so etwas machen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber Ruth war von dem Glauben ihrer Schwiegermutter so angetan und begeistert, dass sie voller Überzeugung und Vertrauen mit ihr nach Bethlehem ging. Sie sagte Ja zu Gott. Und dieser Gott ist mitgegangen. Es war sein Plan. Wo ist heute noch ein Mensch, der ehrlich Gott sucht, der nach dem Evangelium Ausschau hält? Ich frage mich manchmal selbst. Ist mein Wesen so, dass man Gott erkennt? Frage ich nach seinem Willen? Wie sieht es bei uns aus? Sind wir mit Gottes Plan immer einverstanden? Gott geht nur den Weg mit uns mit, der in seinem Willen liegt. Wir haben manchmal Vorstellungen und Wünsche, aber nichts klappt so richtig. Sollten wir da nicht Gott fragen, was hast du eigentlich mit uns vor?